Hallo und herzlich willkommen im CarRange Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2020er Mercedes-Benz CLA 250e. Und ich zeige euch, warum das Auto ist, das jeder haben will und warum ich es mir trotzdem nicht holen will. Das hier ist ein CLA der zweiten Serie, ein C118. Den gab es ab 2019 und ab 2020 gab es das hier, den FEV, ein Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Also ein Plug-in Hybrid. Ich kann damit auch rein elektrisch fahren. Und was das so an Vor- und Nachteilen mit sich bringt, wie das hier allgemein so aussieht, zuerst beim Design, dann immer der Technik beim Fahren, das schauen wir uns alles an. Und am Ende gibt es natürlich immer auch einen Score, auch wenn Grumpy Car Ranger bei 3 Grad und Nieselregen eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hat. Von daher seid mir bitte nicht böse, wenn das Auto auch hier und da so ein bisschen dreckig ist. Mein Gott, es ist einfach nicht die richtige Witterung dafür. Wir sehen auf jeden Fall schlichtes Schwarz, wie es sich bei einem Mercedes für den einen oder anderen auch gehört. Und wir lesen hier LED High Performance. Das heißt, im Standard gibt es tatsächlich Halogenscheinwerfer. Und wenn man ein bisschen Geld investiert, gibt es LED. Damit allein schon durch das Tagfahrlicht sieht das Ganze ja schon deutlich dynamischer aus. Und auch typisch für alle ja, sportlichen Pakete inzwischen, dass man vorne und hinten, zum Teil auch an den Seiten, diese Chromelemente hat. Ganz interessant ist, die Stoßstange ist so designt bis ins letzte Detail und so zerklüftet, dass ich hier so wenig Fläche, vor allem gerade Flächen habe, dass da gar keine Einparkhilfe reinpasst. Das heißt, die Einparkhilfe musste hier hoch mitten in den Diamantgrill rutschen und in der Mitte hinter dem Stern natürlich mein Abstandsradar. Allgemein an Assistenzsystemen und Co. hat man hier mal richtig aufgefahren mit Mercedes. Wir sehen zum Beispiel hier Kameras und wir brauchen auch eine Kamera, die nach vorne gerichtet ist, um meine Augmented Reality bei der Navigation mit darzustellen. Und meine hellseherischen Kräfte verraten mir, wir werden das beim Fahren nachreichen müssen, weil es uns nachträglich noch einfällt. Ganz interessant und spannend finde ich die AMG-Räder. Einerseits, weil ich hier diesen AMG-Schriftzug habe, aber auch dadurch, dass das so reingesetzt ist, das ist so ein typisches Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeug-Thema, ist auch gut für den CW-Wert. CW-Wert an sich 0,24 und hier ließen wir nochmal EQ Power, also eine von der EQ-Serie von Mercedes, was den CLA natürlich nochmal eine ganze Ecke attraktiver macht. Für viele aber das Highlight mit ist, verdammt, das ist ein Riesenauto. Er ist 4,69 Meter lang. Das macht ihn im Endeffekt genauso lang wie eine C-Klasse, weil auf 2-3 cm in die eine oder andere Richtung, da sei es jetzt mal drum, auch mit 1,83, er ist auch so breit wie eine C-Klasse. Das heißt, er basiert technisch natürlich auf der A-Klasse weiterhin, das ist der CLA, ist aber so groß wie eine C-Klasse geworden, sieht aus den meisten Perspektiven aus wie ein CLS, der deutlich teurer ist und ist deswegen unglaublich attraktiv. Plus natürlich ambiente Beleuchtung, aber zum Thema ambiente Beleuchtung kommen wir später. Aber diese Attraktivität, ich kann es gut verstehen. Auch das Heck hat man mit den Rückleuchten nochmal deutlich attraktiver als beim Vorgänger hinbekommen. Sieht 1:1 aus wie beim CLS. Und hey, wenn ich also mit 50.000 Euro so aussehen kann wie jemand, der 100.000 Euro ausgegeben hat. CLS-Käufer hassen diesen Trick, könnte man jetzt an der Stelle sagen. Ganz spannend auch, ich habe hier meinen Tankdeckel. Den kriege ich so nicht auf. Gute alte Zeit, man hat auf der oder der Seite geklickt. Da, wenn ich jetzt die Tür öffne, sehe ich, ich habe da einen Taster dafür. Ihr kennt auch diese gute alte Welt. Ich drücke und es geht auf. Und jetzt, Achtung, 21, 22, 23, 4. Ah, jetzt könnte ich anfangen zu tanken. Braucht man tatsächlich ein bisschen Geduld. Hybrid steht hier auf jeden Fall auf dem Einfüllstutzen. An der Seite hier steht nochmal E5, E10. Also hier ist hier ein Benziner mit mindestens 95er Sprit, der reinkommt. Ja, und wo wird dann der Saft getankt? Alte Jaguar-Fahrer kennen das, die früher ein XJ12 hingestellt haben und von beiden Seiten betankt, einfach weil es nötig hatte. Hier ist es so, auf der ist auch spannend, gell? Jetzt hier, sowas hätte ich auch auf der anderen Seite erwartet, das geht fix.
und dann hier immer rein den guten Saft sozusagen. Guter Saft hier, der böse Saft auf der anderen Seite. So viel zur Tanksituation. 250e steht nochmal mit drauf, auch das Kennzeichen sagt uns ja, wir dürfen also die ganzen E-Bunis irgendwo mitnehmen. Aber dafür trotzdem diese Diffusor-Sportoptik, die man mit hat. So, und dann sieht man hier, das ist natürlich eine Blende. Also da passt inzwischen eine ganze Hand rein, aber es endet im Nichts. Und das auf beiden Seiten. Also so das eigentliche Intro, das ist ein anderes Thema, liebe Kinder, was ich euch irgendwann mal erzähle. Wenn ich jetzt den Kofferraum aufmachen möchte, geht das entweder mit dem Schlüssel oder direkt hier beim Mercedes-Stern. Und der hat dann noch ein Geheimnis. Und zwar ist hier noch eine Klappe. Unter der Klappe wiederum ist die Rückfahrkamera. Das heißt, wenn ich rückwärts fahre, blendet die sich erstmal so einen kurzen Moment selbst und hat dann eine klare Sicht, weil sie während der Fahrt nicht mehr dreckig wird. Und an sich, Draht 95 Liter passen hier rein. Und was hier auch mit reinpasst, ist dann einmal hier drunter so dieses ganze, ein Mode 3 Charging Cable habe ich hier mit an Bord. Also dieses ganze Zubehör, was man bei einem Plug-in-Hybriden mitbekommt. Nutzbarkeit ist okay, wobei das hier schon ein relativ knapper Öffnungsbereich irgendwo ist. Tiefe ist wirklich lang, aber es ist ein verhältnismäßig flacher Kofferraum mit Draht 95 Liter, halt tatsächlich nicht so ganz die Welt. Aber ja, wer schön sein will, muss leiden, gilt hier sozusagen. Und das gilt wahrscheinlich auch auf der Rückbank. Erstmal fällt uns auf, dass wir kein Softloss haben. Nein, uns fällt auf jeden Fall auf, dass wir uns nicht perfekt hier vorbereitet hatten, aber das holt jetzt der Ranger nach. Wir haben rahmenlose Scheiben, das wollte ich eigentlich sagen. Und wie beim ersten CLA, den ich gefilmt habe, beim Einsteigen, haue ich mir meinen Kopf hier gegen das Auto. Das heißt, da muss man schon mal aufpassen, dass man reinkommt. Und dann ist die Länge nach vorne gut, das passt auch breitenmäßig. Wir haben ein breites Auto mit 1,83. Aber nach oben, wenn ich mich gerade mache, hängt mein Kopf im Himmel. Und wenn ich zur Seite gucke, sehe ich nur Dach. Ich kann nicht zum Fenster aufhören. Ich müsste so sitzen, wie so ein Dichter und Denker, um mir irgendwie die Chance haben, zum Fenster rauszuholen. Wenn ich normal sitze wie ein Mensch in einem Auto, dann denke ich mir, schade, dass ich nicht vorne sitze. Das Gefühl kriege ich auch immer, wenn ich durch diesen Schlitz durchschaue und sehe, dass mir da vorne so viel geboten wird. Hier hinten habe ich einen USB-C in der Mitte zum Laden. Ein kleines Ablage. Ich weiß nicht, was packt man da drauf? Tim, was packt man da drauf? Ein 9-Volt-Block. Ja. Ein kleines Ablagefach noch hier. In der Tür passen Flaschen rein. Das ist durchaus praktisch. Da ist dann auch die Verschraubung an sich. Aber das, was man im ersten Moment sieht, ist dieses Alcantara, ist diese schöne Naht hier oben, ist dieses Metallelement. Also da macht das Ganze schon wirklich viel her. Man hat sowas wie eine Einstiegsleiste sogar angedeutet. Ja, vielleicht liegt es am Wetter, dass ich so ein kleines bisschen jetzt gehässig hier werde, aber die wirklich interessanten Sachen, die ich immer bei mir am Arm habe, die sind wirklich gut gemacht mit dem Alcantara hier. Das passt gut, nur für einen 1,85 Menschen hat man hinten viel zu, ich bin noch nicht mal 1,85, hat man hinten sogar ein bisschen zu wenig Kopffreiheit, aber macht ja nichts. Ich wollte euch ja zeigen, warum jeder so einen haben will und nicht nur, warum ich ihn nicht haben will, und das sehen wir da vorne. Und von daher würde ich sagen, so, dann tun wir erstmal so ein bisschen was für meine gute Laune sozusagen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die ganzen Displays hier an. Ja, ich bin wirklich lucky. Und zwar, wenn ich das Alcantara hier sehe, in Kombination mit der Naht hier oben und auch das Lenkrad mit dazu und die Sitze, das heißt mit diesem Integrallook, also die Kopfstütze integriert, dann bin ich wirklich schon sehr happy. Was das hier angeht, naja, sagen wir es mal so. Viele wollen das Auto genau wegen diesen Displays und den Bedienmöglichkeiten haben, in Kombination mit dem Wichtigsten. Wenn ich hier mal auf Komfort gehe, sind wir nämlich beim Ambiente-Licht und ich kann mir dort alle Farben dieser Welt raussuchen, oder ich gehe auf mehrfarbig und ich möchte Purple Sky. Purple Sky ist nämlich sehr mächtig, das könnt ihr wahrscheinlich sogar sehen. Zeige ich euch aber nachher einfach mal, wenn es dunkel ist, ein kleines bisschen besser. Ambientebeleuchtung ist ein Grund, warum man das haben will, unter diese Displays. Ja, wie bediene ich das denn eigentlich? Wie ihr gesehen habt, ich kann hier oben Touch benutzen. Ich kann aber auch hier das Ganze mitstreichen. Ich kann natürlich auch meinem Mercedes sagen, was ich haben möchte. Und ich habe diese zwei Touchfelder hier am Lenkrad. Das heißt, das rechte Feld ist für das rechte Display. Das linke Feld ist für das linke Display. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich bin es müßig, nochmal da durchzugehen. Deswegen
Car Ranger Essence, wer es von euch noch nicht abonniert hat, schaut mal da rein. Da gibt es die Videos, in denen ich nicht spreche, in denen ich nur Dinge tue. Und da konzentriere ich mich mal mehrere Minuten hier drauf, durch fast alle Menüs durchzukommen. Also da könnt ihr mal sehen, was es hier tatsächlich noch überall so verborgen gibt. Und es ist jede Menge, aber so die wichtigsten Menüs kennt man natürlich. Und wenn man zum Beispiel mal auf die Navigation sieht, kann man ja mal schauen, wie das so aussieht, wenn man so ein bisschen rein und rauszoomt. Das ist von der Performance und von den Möglichkeiten, die ich bekomme, auch hier bei dem linken Display unter anderem zu sagen, nee, ich möchte diesen Stil nicht, ich möchte klassische Anzeigen. Und das Ganze wechselt so. Da hat man sich viel überlegt und das finde ich gut. Aber diese Bedienung mit diesen... Ja, allein schon, dass ich zwei Häuser habe. Ich habe in Realität nicht mal ein Haus, hier habe ich gleich zwei. Das ist ein bisschen schwierig und überfordert mich so ein kleines bisschen während der Fahrt. Und ich sitze in sehr vielen Autos und bin noch halbwegs jung und in Technik drin. Das heißt, der Durchschnittskäufer, der über 40 ist, wird mit dieser Technik, entweder er benutzt es nie oder er wird während der Fahrt unglaublich abgelenkt. Von da bin ich nicht der Riesenfreund, aber schaut bei Essence rein. Ich lasse es jetzt mal gut sein. Links bei meinem Knie habe ich ganz klassisch Licht und auch die Möglichkeit, meine Parkbremse zu lösen, zu ziehen. Dann gibt es auch noch eine Lüftungsdüse und dann zieht sich hier dieses Material drüber. Das Alcantara habe ich gelobt. Das wird oben unten von der Ambientebeleuchtung abgeschnitten. Und dieses Material, das soll aussehen wie Leder, aber wenn man sich es mal genau anschaut, das hat mit Leder gar nichts zu tun. Also außer es gibt Kühe, die bestehen aus Plastik, aber das glaube ich nicht, denn das ist Plastik, hat also mit Leder nichts zu tun. Auch hier merkt man, dass die Materialqualität so ein bisschen nach unten geht oder wenn man sich so nochmal eine Mittelarmlehne anschaut. Das heißt, das Plastik, was ich hier habe und auch das Kunstleder hier oben, das sind die Unterschiede zum CLS. Eine CLS-Taste, also das ist dieser Klappmechanismus, ja, der ist typisch auch für einen CLS, aber diese Materialien sind einfach in dem CLS hochwertiger, deswegen kostet ein CLS viel mehr. Ambientebeleuchtung und Co. kriege ich hier in der vollen Breitseite. Platz nach oben ist im Gegensatz zu hinten überhaupt kein Problem und der Breite passt. Ich kann auch sehr, sehr, sehr tief sitzen in diesem Auto. Dann habe ich eine sehr hohe Schulterlinie, sitze sehr integriert. Da habe ich viele Verstellungsmöglichkeiten, auch damit es mal gesehen hat. Ich kann also auch mein Lenkrad relativ weiträumig verstellen. Also das passt gut. Und was mir bei Mercedes auch oft gefällt, dass ich, wenn ich eine sportliche Variante habe, ich ordentliche Pedale bekomme und nicht nur irgendwelche Plastik. Oh, das finde ich alles sehr gelungen. Auch die Klima so clean hier mit einzubauen, finde ich gut. Das hier ist für mich halt so ein bisschen der Overkill. Handy laden könnte man dann hier, da hat man auch zwei Getränkehalter. Ich finde das alles sehr durchdacht. Ist jetzt nicht 100% so mein Design, aber das ist der Grund, warum es Menschen haben wollen. Kann ich durchaus verstehen. Und Kombi-Instrument, ja, ich würde euch gerne jetzt alles erzählen. Aber dafür, wie gesagt, das Essence-Video klassisch. Ich kann ein Drehzahlmesser und einen Tacho bekommen. Ich kann allerdings auch so lange jetzt hier rumfummeln, dass ich mir auf der rechten Seite meine Power in Prozent anzeigen lasse oder meinen Verbrauch oder ist, dann habe ich kein Drehzahlmesser mehr. Brauche ich auch nicht, denn ich habe ja Automatik. Und dafür ist der Wählhebel, ja, so wie es bei einem Mercedes gehört, nicht hier irgendwo in der Mitte, sondern hinterm Lenkrad. Wie viele Gänge? Was ist das hier technisch eigentlich? Warum steht da überall E drauf und Co.? Das würde ich sagen, klären wir jetzt mal vorne unter der Haube. Und da wird es dann richtig, richtig niedlich. Wenn man das ganze Alcantara an der Tür und auf dem Sitz sieht, ja, da verstehe ich schon, warum allen Menschen so das Herz aufgeht. Der Hebel, wie bei Mercedes immer, bisschen bunt, bisschen weiter vorne und dann geht die Haube auf. Und deswegen, auch wenn ich jetzt sage, dass es niedlich wird, das ist ja nicht negativ gemeint. Na, aber alle erwarten bei einem 250er jetzt so einen riesen Motor, ja. Guckt ihn euch an, ist er nicht niedlich? Und vor allem, wenn man die Abdeckung abnimmt, dann merkt man, oh, ist doch schön. Die Abdeckung ist wohlgemerkt wirklich richtig schaumig weich, aber das ist halt ein kleines, süßes Motorchen. Wir haben hier 1332 Kubik vor uns, welche zusammen in Kooperation mit Renault entwickelt wurden und es in dem Fall auf 160 PS und 230 Newtonmeter bringen. Da drüben gibt es aber noch den Kollegen alles, was rund um Elektro ist. Und das sind nochmal weitere 102 PS und nochmal 330 Newtonmeter, die draufkommen. Das Lustige ist halt, man kann das jetzt nicht einfach addieren. Das wären ziemlich coole Werte, das wären dann ja 262 PS und irgendwie 560 Newtonmeter. Systemleistung sind 218 PS und 450 Newtonmeter, was immer noch sehr stattlich ist. Das Gewicht allerdings auch, weil, naja, dieses ganze E-Zeug, das muss ja irgendwie betrieben werden. Und das Leergewicht von dem CLA mit dem 1,3-Liter-Motor sind dann 1725 Kilo. Ein kleiner Wonneproppen. Also man muss aber auch bedenken, das Ding ist so groß wie eine C-Klasse. Eine C-Klasse, die 1,7 Tonnen wiegt mit ein bisschen Ausstattung.
ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Von daher geht das in Ordnung. Fahrleistungsmäßig ist es halt auch toll. Also Höchstgeschwindigkeit ist mir fast egal bei dem Auto, aber 6,8 Sekunden auf 100 finde ich ziemlich flott. Unter 7 ist schon schnell. Und der Normverbrauch. Tim, schätzt mal den Normverbrauch. Ich habe es schon gesehen. Wie, du hast es schon gesehen? Ich habe es im Kombi-Instrument gesehen. Ja, was stand da? 4,2, glaube ich. 4,2 Liter ist doch ein guter Wert für so ein Auto, ja, oder? Verdammt gut. Also erstmal Respekt an den CLA, dass er 4,2 Liter schafft. Das Problem ist nur, dass der Normverbrauch 1,5 Liter sind. Und das ist so ein bisschen das, wo diese Plug-in-Hybriden dran kranken. Also Tim hat rausgefunden, er funktioniert tatsächlich, weil 4,2 ist wenig für ein 4,70 Meter Auto, wo wir mit den ganzen Gadgets rumspielen. Aber 1,5 Liter ist halt ein Wert, der in der Realität ganz, ganz weit weg ist von dem, was man irgendwo schaffen kann. Schade also. Man ist hier so sauber, wir kennen ja alle Euro 6. Euro 6D, Euro 6D Temp. Wir sind hier bei Euro 6D ISC FCM. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ISC FCM ist wahrscheinlich deutlich besser, als einfach nur D zu haben. Also auch dafür sehr, sehr gut. Wir brauchen dann weniger Sprit, deswegen ist der Tank auch auf 35 Liter limitiert. Da freut man sich auf längeren Autobahnetappen sicherlich drüber, dass man nicht mehr so bei 50 Litern oder so unterwegs ist, sondern bei 35. Aber das ist halt irgendwo das in der heutigen Zeit. Zum Thema Zuverlässigkeit und Co. kann ich euch jetzt nicht viel sagen. Eher noch, was für ein Getriebe dran ist, denn ich habe euch ja schon angekündigt, dass man hier durch Gänge schalten kann. 8 Gänge Doppelkupplung. Ja, muss ich sagen, das ist auch schon ziemlich modern. Also da wurde tatsächlich von 7 auf 8 Gänge beim Modelljahreswechsel geändert für alle Motoren. Und das Ganze wurde so ein bisschen mit dem 250e eingeführt. Wird sich auf lange Sicht zeigen, von daher ja, sage ich euch nicht zu viel, sondern wir haben ihn hier mal ausgepackt. Es ist wirklich kompakt gebaut. Man sieht ziemlich viel Technik, aber eigentlich will man hier auch gar nichts weiter anfassen. Sondern eher wäre die Frage, wie fährt sich das Ganze jetzt mal? Und ich glaube, das haben wir schon gemacht, ja. Jetzt holen wir erstmal was nach und schauen uns die ambiente Beleuchtung an, beziehungsweise eigentlich noch nicht, weil wir den Einblick nicht gefilmt haben, aber das ist die Magie des Filmes und damit überbrücke ich die Sekunde, bis hier alles angeht und man sieht auch schon, jetzt leuchtet das hier oben so ein bisschen orange vor sich hin und dann, wenn er denn mal da ist, springen wir gleich sozusagen mal in das Hauptmenü und dann zeige ich euch das. Das heißt, mir geht es jetzt natürlich hier rund um das Thema Komfort, Ambiente, Licht und dann kann ich jetzt Farben auswählen und entweder ich nehme tatsächlich eine Farbe hier aus dem Spektrum sozusagen und in dem Moment, wenn ich auf grün drehe, ist das Ganze grün, drehe ich auf rot, wird das Ganze rot oder ich möchte es mehrfarbig haben und entscheide mich dann für Fire Red oder wie wäre es mit Jungle Green oder auch Purple Sky oder was auch immer man haben möchte und ja, man übertreibt es vielleicht hier und da ein bisschen. Meine Tür ist an mehreren Stellen beleuchtet, das alles beleuchtet. Und ja, wenn ich mir denke, ein bisschen Frische in und ich meine Klimaanlage, so, Auto war noch nicht an, und ich meine Klima quasi ein bisschen höher drehe, dann leuchtet es natürlich rot. Und wenn ich es kälter drehe, leuchtet es blau. Und ansonsten wird es jetzt zu Purple Sky. So, und wir gehen mal so, wie wir das Auto bekommen haben, auf das Gletscherblau. Also da gibt es wirklich jede Menge an Optionen, aber Gott sei Dank, jetzt können wir endlich Auto fahren, jetzt hier an der Stelle. Und Tim, du weißt, du musst dich festhalten, das ist zum Teil so rasant, wie es losgeht. Also das Auto möchte einem auch zeigen, dass es so dieses ja, Elektro-Drehmoment mit an Bord hat. Und ich muss halt immer wieder sagen, dieses M-Bug-System finde ich höchst ablenkend vom eigentlichen Verkehr. Am Anfang wird mir natürlich gesagt, ja, lass dich nicht vom Verkehrsgeschehen ablenken und so weiter. Aber das ist tatsächlich schwierig, weil ich bin jetzt hier links am Drehen und rechts am Drehen und überall am Drehen und am Machen und am Tun. Da ist schon jede Menge los, was einem vom Autofahren tatsächlich irgendwo ja, ablenkt. Und dabei hat er ja aber auch, wie wir jetzt bei der Technik besprochen haben werden, auch ganz schön was zu bieten ist. Wir haben ein 8-Gang-Getriebe, wir haben dieses ganze Plug-in-Hybrid-Thema und da kriege ich schon was zu sehen. Jetzt gerade sind wir auch bei diesen sportlichen Anzeigen, aber die Anzeigen und der Fahrmodus, in dem ich bin, die sind nicht zwangsweise miteinander verkoppelt. Das heißt, ich kann jetzt hier trotzdem im Komfort unterwegs sein oder wenn man da mal durchgeht auf rein elektrisch oder auch auf Sport, damit man dann ein bisschen mehr vom Motor mit dabei hat. Aber im Komfort finde ich das schon ganz gut. Das heißt, wir sehen, unser Drehzahlmesser zeigt uns entspannte 0 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, wir segeln elektrisch vor uns hin und haben dann noch 28 Kilometer Reichweite. Das finde ich gut. Besser als bei diesen Plug-in-Autos, die nach, oder diesen Hybrid-Autos, die nach 3 Kilometern sagen, ah nee, komm,
Verbrenner muss wieder hin. Jetzt wäre meine natürliche Angst natürlich, ja, was ist denn eigentlich mit meiner Motor, Getriebe, alles mögliche, Temperatur, alle Öle sind kalt und so weiter. Wenn man sich dann hier einmal durchklickt, Tim, ich weiß, total anstrengend zum Filmen für dich und so weiter. Und ich muss mich jetzt erstmal zurechtfinden, wo war denn das jetzt wieder mit drunter überhaupt? Da muss ich mich so eine Sekunde orientieren, weil ich auf jeden Fall in den ganzen Hilfssachen, die ich hier mit zum Fahrzeug finde, auf jeden Fall auch die Anzeigen bekomme, wie steht es denn eigentlich um meine ganzen Temperaturen und so weiter oder auch nicht. Das heißt, ich kriege diese Informationen, ich muss sie mir halt immer nur erst von der richtigen Stelle irgendwo organisieren, damit ich sie sehen kann. Und ihr merkt, bis jetzt sind wir alles komplett elektrisch unterwegs. Und das Schöne ist halt, wenn man über 100 PS elektrisch hat, dann kann man auch hier zum Beispiel irgendwo drauf beschleunigen. Und der Benzin hat noch nichts gemacht. Ich habe diese Poweranzeige und ich möchte, solange ich quasi innerhalb des Rahmens bleibe, den ich benutzen darf, elektrisch, ist das auch überhaupt kein Thema. Und das geht ganz gut. So, und dann probiere ich hier nochmal mein Glück, weil ich meine vorhin entdeckt zu haben, dass wenn ich hier einmal durchgehe und in meine Erlebnis-Themenwelt springe, genau, dann haben wir jetzt diese Anzeige, von der ich euch erzählt hatte. Das heißt, ganz rechts haben wir die Motoröltemperatur, ganz links haben wir die Getriebeöltemperatur. Und dadurch, dass ich in der Erlebniswelt unterwegs bin, die ja dynamisch ist, hat sich jetzt auch der Verbrenner mal gedacht, ach komm, ich zeige euch auch mal, was los ist. Dadurch kriegt man auch die Motorleistung, Motordrehmoment, Ladedruck. Natürlich ganz wichtig, wenn man einen 1,3 Liter Motor hat, dass man dort... Naja, also das ist auch lustig, dass es springt auf 1, oder so. Naja, sonderlich viel kriegen wir da jetzt nicht angezeigt, aber muss ja auch nicht sein. Auf jeden Fall ganz spannend, das hier zu sehen. Man kriegt doch den Energiefluss mit. Also Rückfahrkamera sollte man auf jeden Fall hier mit an Bord haben. Übersicht ist tatsächlich nicht so toll. Federungskomfort finde ich geht in Ordnung. Er ist auch eine ganze Ecke weicher, als ich mir das vorher vorgestellt hätte. Da wird also deutlich mehr mit weggebügelt. Also so dieses, ich berühre das Pedal und habe sofort zumindest ein bisschen Vortrieb, das macht er schon echt gut. Lenkung ist verhältnismäßig leichtgängig, gibt mir eine ganz okay Rückmeldung. Aus meiner Sicht merkt man halt wirklich, dass wir jetzt hier bei der A-Klassen-Plattform und nicht bei der C-Klasse, die auf Hinterradantrieb basiert unterwegs ist. Also man merkt so eine gewisse Frontlastigkeit und dass er sich das auf den Flanken der Räder ganz gern bewegt. Er wirkt aber im Verhältnis zum Vorgänger deutlich, also das Anfedern ist deutlich harmonischer als das vorher der Fall war. Also man hat einen deutlichen Vorteil da. Und der größte Vorteil von dem Auto ist jetzt der Geräuschkomfort, wenn ich elektrisch unterwegs bin. In dem Moment, wenn ich natürlich jetzt irgendwo sage, ja, ich beschleunige jetzt irgendwo aus dem Ort raus und ja, man hört tatsächlich den Turbolader hier und da. Das passt dann halt irgendwo nicht so ganz ins Bild. Da wäre es also auch eine coole Variante, wenn es einen voll elektrischen CLA geben würde. So versucht er da so ein bisschen zwischen den Welten zu wandeln und hat da tatsächlich so dieses Soundthema damit an Bord. Das heißt, wenn wir jetzt doch nochmal hier auf Dynamik gehen, auf Sport, so, das braucht es einen Moment, bis er das Ganze akzeptiert. Genau, jetzt sind wir in dem Modus. Wenn wir dann da vorne zum Beispiel mal so ein bisschen beschleunigen wollen, okay, dann ist jemand manuell. So. Also ist vom Durchzug wirklich gut. Die Motoren arbeiten da gut zusammen. Sound, also es ist so ein künstlicher Vierzylinder-Turbo-Sound, der nicht übertrieben laut ist, aber ist auch lauter als ein 1,3er, den man sich so vorstellen würde. Es wird am Ende eine Geschmackssache bleiben. Wir suchen uns auf jeden Fall gleich mal eine Stelle, wo man richtig beschleunigen kann, um zu gucken, wie schnell oder wie langsam das ist. Man merkt auf jeden Fall, wie weich hier ist und wie hier versucht, alles wegzubügeln, inklusive dem eigenen Fahrzeuggewicht. Wir sind jetzt hier bei einem 1,7 Tonnen Auto, das merkt man tatsächlich schon. Sorry. Mehr ABS als ich dachte. Ich dachte, die Reifen haben mehr Grip. So, Tim, also gut festhalten, nicht nur beim Bremsen, sondern auch beim Losfahren. 0-100 ist das Thema, wir stören hier nichts und niemanden, dann gucken wir doch mal, was passiert. Bist du bereit? Ja.
wie war es für dich? Langsamer als gedacht. Also er hat zu dem ersten Moment, hat er sich tatsächlich relativ viel Zeit gelegt. Ich dachte, er legt erstmal als Elektro los, so bis er bei 30 ist und dann peitscht der Verbrenner hinterher. Aber das war tatsächlich bedächtig. Hat er überhaupt elektrisch viel gemacht? Weniger als gedacht tatsächlich. Vielleicht muss man tatsächlich so in dem richtig, richtig dynamischen Modus sein, dann würden wir dem Auto jetzt völlig Unrecht tun. Von daher machen wir das Gleiche doch jetzt einfach nochmal. Ja, schafft ja nichts. Ja, wir sind jetzt eben wohlgemerkt extra ein bisschen Verbrenner gefahren, um hier das Auto ordentlich auf Temperatur zu kriegen. So. Menschen haben es eilig überall. Wir auch gleich wieder. Zweiter Versuch. Also das ist nicht langsam, aber was ich spannend finde, ist, dass wir nicht Schlupf haben, er schlupft hin und es geht weiter, sondern er fährt erstmal los, gibt dann so viel Leistung, dass es deutlich später Schlupf gibt. Ja, und dann geht es weiter. Also ich denke, das ist für den 250er angemessen. Der 250er Verbrenner wird das ja nicht deutlich dynamischer hinter sich bringen. Wenn man was richtig Sportliches sucht, ist es wahrscheinlich was anderes. Oder wie findest du es? War jetzt nichts Besonderes. Ne? War jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht sonderlich langsam. Von daher ist das Highlight aber immer noch, ich gehe auf Komfort, Verbrenner geht aus, habe immer noch über 20 Kilometer rein elektrisch und segel da so ein kleines bisschen vor mich dahin. Und wenn mir warm oder kalt ist, lasse ich einfach Mercedes das für mich tun, Navigation kann für mich getan werden und ich versuche möglichst wenig mit diesen Displays zu machen, weil mich einfach das Ganze tierisch ablenkt. Da ist tatsächlich das Entspannteste noch, dass ich hier natürlich ein Tempomat mit am Lenkrad habe, den einfach einstellen kann und gut ist. Also sowas ist tatsächlich sehr simpel. So, dann macht er seine 70 und gut ist. Aber die komplette Steuerung hier überfordert mich so gefühlt ein kleines bisschen. Ich denke, ich würde das einmal einstellen für mich und dann wäre da für immer Ruhe. Und das war jetzt so unser Fahreindruck, also weicher als gedacht, bisschen zurückhaltender als gedacht hier und da, unübersichtlicher als gedacht, aber immer noch ein zügiges Auto, was rein elektrisch, wenn man es denn so fährt, überzeugt. Tim, du wolltest noch was dazu sagen? Ja, natürlich mehr ambiente Beleuchtung als gedacht. Mehr ambiente Beleuchtung als gedacht? Ja, man kann ambiente alles beleuchten. Ich bin überrascht, dass der Schlüssel, also der Fahrzeugschlüssel nicht noch beleuchtet ist. Das so als Tipp an Mercedes, der Schlüssel ist nicht beleuchtet. Ich möchte, dass wenn man einen Rucksack, eine Tasche, irgendwas aufmacht, ja, so golden. Also es ist wie der Koffer bei Pulp Fiction ist. Man macht es auf und dann leuchtet es einem so golden entgegen. Das wäre mein Tipp für euch. Ein Auto, das jeder haben möchte aufgrund seiner vielen netten Details. Mich überzeugen dann so Details wie, dass hier nochmal die Unterschrift von Gottlieb Daimler ist, was so ein bisschen Tradition hervorrufen soll. Viele andere sagen, ambiente Beleuchtung, mehr Displays und rasten dabei völlig aus. Ein, zwei Sachen, die ich noch vergessen habe zu erzählen. Jetzt dann so, je mehr ich gefahren bin, das Bremsgefühl finde ich nicht so ideal, weil der Übergang zwischen ich baller Energie zurück ins Auto und ich muss tatsächlich mit meinen Scheibenbremsen etwas machen, den finde ich nicht so perfekt gelungen. Damit tue ich mir ein kleines bisschen schwer. Und dann, weil wir es eben nochmal vom Durchschnittsverbrauch hatten, also wegen den 1,5 Litern. Man muss bedenken, die elektrische Reichweite ist mit 75 bis 78 Kilometer angegeben. Das heißt, so bei diesem Verbrauchszyklus werden so die ersten 70, 80 Kilometer rein elektrisch gefahren, dann bleiben noch so 20, 30 Kilometer. Auf denen verbraucht er dann diese 1,5 Liter, zack, fertig, Normverbrauch auf 100 Kilometer. Der Normverbrauch geht immer nur für die ersten 100 Kilometer. Die zweiten, dritten, vierten 100 Kilometer, die jucken halt keinen bei so einem Plug-in-Hybrid. Herzlichen Glückwunsch, 1,5 Liter Durchschnittsverbrauch. Ja, warum würde ich keinen haben wollen? Einfach, weil ich sage, diese Unterschiede, Plattform, C-Klasse, CLA, die merkt man dann beim Fahren. Wenn es einem aber einfach darum geht, einen Mercedes-Stern zu haben, ein schönes Auto, ein Auto, das diese Größe hat und das einfach mehr ambiente Beleuchtung hat, dann ist man hier beim CLA genau richtig. Er hat einen anderen Stil gefunden und ich glaube, er spricht die jüngeren Leute an, während so der Durchschnittsrentner, der Tim, ich gucke jetzt zu dir, ein Auto in Platin, Silber haben will, der kauft sich dann halt die klassische C-Klasse mit wenig Ausstattung, die man als Gebrauchter so richtig ungern kauft. Und das ist so ein bisschen die Unterscheidung. Aber kommen wir doch mal zum Car Ranger Score. Was kriegt er denn da so an Punkten? Bei der Anschaffung geht es jetzt los mit 5 Stück.
Naja, die Neupreise von den Autos, wenn man so durchschaut, 50.000, 60.000, zum Teil 65.000, die sind schon verdammt teuer. Als Jahreswagen im Plug-in-Hybrid, ja, ist man dann auch so bei 35, 40, je nachdem wie viel Kilometer runter. Es ist schon viel, viel Geld. Und wenn man es dann vergleicht, okay, ich könnte mir auch einen Golf 8 GTI holen, ja gut, der kostet genauso viel, oder ein GTE. Das ist halt einfach das Problem, Autos sind teuer geworden. Beim Unterhalt gebe ich ihm jetzt unglaubliche 9. Ja, warum? Der ist mit 4 Litern näher gefahren worden. Mit 4. Das Auto hat Garantie. Da kann ja nicht so viel schief gehen. Ich sollte noch nicht mal den riesen Bremsenverschleiß haben, denn der größte geht ja zurück in meinen Akku. Von daher sieht es da ganz gut aus. Beim Platzangebot bekommt jetzt von mir 6 Punkte, weil ich hier vorne wirklich viel Platz habe und der Kofferraum ist auch groß genug. Nutzbarkeit? Nein. Auf der Rückbank sitzen? Ah, auch nicht. Aber hey, ich kann die immer umlegen. Und bei dem Plug-in-Hybrid ist das nicht selbstverständlich, dass ich die Rückbank auch umlegen kann. Beim Komfort gibt es ganze 7. Ich sitze bequem, er ist verhältnismäßig leise, insbesondere wenn ich rein elektrisch unterwegs bin. Und das passt. Beim Wiederverkauf, ja, da gibt es jetzt auch nochmal 6 Punkte. Ich verliere auf jeden Fall Geld. Ich werde aber auch auf jeden Fall eine Nachfrage haben. Die einzig große Frage ist, will jemand ein Auto mit gebrauchten Akkus in 5 oder 10 Jahren kaufen? Zukunfts-Alex und Zukunfts-Du werdet es dann in 5 bis 10 Jahren irgendwie mal erfahren haben. Ja, und dann kommen wir natürlich zum Thema, was interessiert denn jetzt eigentlich mein Herz? So, denn 33 Punkte für den Kopf ist schon ziemlich viel. Fürs Herz, das Design, da gebe ich ihm jetzt 7 Punkte. Er ist auf jeden Fall schick geworden. Fertig. Ich finde ihn jetzt nicht so skulpturartig wie der erste CLS, als er damals rauskam. Dafür ist das fast schon zu gewöhnlich, zu sehr Mercedes, zu sehr aktuelle Designsprache beim Heck. Beim Fahrspaß gibt es 5. Das macht Spaß, aber ich habe manchmal Angst, so voll reinzulatschen, weil ich mich immer frage, Moment, ist jetzt eigentlich schon warm? Durch wie viele Menüs muss ich jetzt nochmal klicken, um das genau zu sehen, ob er jetzt warm ist oder nicht? Das macht mir manchmal da das Leben so ein bisschen schwierig. Bei der Ausstattung gibt es das ganze 9. Ich kriege einfach alles rein und alles ist irgendwie da. Und dann habe ich auf einmal einen CLA, der 80.000 neu gekostet hat. Es gibt aber ausstattungsmäßig, vor allem für die jüngere Zielgruppe, alles, was man sich vorstellen kann. Beim Klang gibt es dann ganze 7. Ja, warum so viel? Den Motorklang finde ich nicht toll. Aber dieses rein elektrische, das verschafft ihm da dem einen oder anderen Extrapunkt. Und auch beim Image würde ich ihm weniger geben. Aber er kriegt das ganze 8 Punkte dann nochmal. Warum so viel? Das ist für viele aktuell so das Traumauto und ich kenne tatsächlich etliche Leute im Umkreis, die sagen, so ein CLA hätte ich gerne. Der eine oder andere traut sich dann und hat einen stehen, aber viele Leute sagen, das ist das Auto. Und so in dieser Alterskategorie, ich sage es mal 25 bis 35, steht dieses Auto auf den meisten Wunschlisten ganz oben. Deswegen muss er da auch 8 Punkte kriegen, weil alle sagen, ach, du hast dich getraut, ich halt nicht. Macht 36 für mein Herz und 69 insgesamt, was echt viel ist für dieses Auto. Und ich, wie gesagt, würde weiterhin zu den alten Menschen zählen, die eine C-Klasse haben wollen. Aber ich kann auch jeden verstehen, der so einen haben will. Das Fahren rückt hier tatsächlich in den Hintergrund und es geht mehr darum, den Innenraum zu erleben. Und ja, das ist ziemlich zukunftsweisend, denn darum wird es in der Zukunft gehen, wenn alle Autos gleich fahren und sich nur noch die Größe der Displays unterscheiden. Wie ist eure Meinung dazu? Und zum CLA natürlich, beziehungsweise auch zum Plug-in-Hybrid. Wir sehen uns in der nächsten, hoffentlich etwas trockeneren Folge. Und Tim, wir haben es endlich geschafft. Feierabend.